Hallo Leute, ja, wir sind hier an der Brücke gewesen, haben die fertiggestellt und jetzt müssen wir gucken, ja, dass wir hier genug geliefert kriegen. 391, das wird auch immer mehr. Das nächste Schiff ist auch schon auf dem Weg mit 130 Einheiten und das Schubschiff war ja auch unterwegs hier irgendwo, ne? Jetzt ist es schon da, glaube ich, oder? Ja, sieht, nee, das ist das Passagierschiff, wo keiner mitfährt. Ja, auch schön, ne? Gut, hier ist die Brücke und wir müssen schauen, dass wir da weiterkommen, dass das alles klappt. Das Schubschiff müsste jetzt hier irgendwo sein. Da ist es auch. Ich glaube, das fährt so ein bisschen zickzack, ne? Da hatten wir schon letztes Mal gesagt, dass der Kapitän gesoffen hat, ne? Naja, ist aber so, ne? Ich würde sagen, nach dem Logo gehen wir dann auf den Großbildschirm. So, hier wird er dann gebacken und die Backwaren werden aber abgeholt, ne? Oder wie sehe ich das? Obwohl, hier sieht es jetzt so aus, als ob hier gar nichts passiert. Aber hier ist doch Linie 31. Was macht die Linie 31? Holt da Brot ab. Aber Brot ist jetzt gerade nicht auf dem LKW, oder? Nee, das klappt irgendwie nicht. Da sollten wir vielleicht auch dann schauen, dass die Linie hier angepasst wird. Ach, warte mal, da müssen wir wieder Linie 31 haben. Kriegen wir hier am einfachsten rüber. Und schauen, dass wir die Linie verwalten. Und da müssten wir eigentlich schauen, dass hier in Giesenhorst Nord ist das hier. Ja, dass da auf jeden Fall voll geladen wird. Ne? Also das war falsch wohl. Hier ist richtig. Vollladen einer Fracht. So, dann müsste der nämlich beim nächsten Mal da stehen bleiben, denke ich. Weil das bringt ja nichts, dass er hier durch die Gegend fährt und Geld kostet und keine Ware liefert, ne? Ich weiß allerdings nicht, wie es ist, ob das so ist wie bei Simotrans, wenn die jetzt stehen, dass sie dann nichts kosten. Keine Ahnung. Hier steht jetzt eine Person. Aber warte mal, da kommt jetzt ein Bus, aber hier steht auch eine Person, die zum Sportplatz will. Da ist bestimmt ein Spiel, das ist der Schiedsrichter. So, wird es jetzt mehr? Nee, ne? Der fährt auch gerade durch und hat niemanden ja, geholt. Das ist dann auch noch eine andere Linie wahrscheinlich, oder was? Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung, warum der nicht eingestiegen ist. Aber nicht schlimm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Was wollten wir denn sonst noch so machen, ne? Hier ist. Wir wollten eigentlich schauen, dass da mehr Passagiere hinkommen, ne? Von irgendeinem anderen Ort. Hier von Gladbeck zum Beispiel, ne? Aber da war die Anbindung so schlecht bei Gladbeck, ne? Oder? Müssten wir hier vielleicht am Wasser eine Straße lang bauen zwischen diesen zwei Ortschaften. Und dann könnte man mit Gladbeck da vorbeifahren. Machen wir mal. Landstraße war, glaube ich, das, ne? Ja, und dann machen wir diese. Okay, das ist jetzt. Sieht jetzt gerade nicht so prickelnd aus, wie ich das baue, aber ist halt so, ne? Also schön ist was anderes, ne, oder? Wo ist die andere Straße? Da. Ist das angeschlossen? Ja. Wo ist denn die Straße? Da. So geht's. Oder? Ja, können wir so lassen. So, und das bedeutet, wir machen jetzt hier eine Bushaltestelle hin. Gebäude, Bushaltestelle, Tramhaltestelle. Ah, da sind ja schon welche, ne? Da können wir die ja nutzen. Da geht es direkt von da los und der fährt nach hier hin. Das passt ja, ne? Oder hier ist ja verbunden, oder? Ja.
Und wenn er da lang fährt, dann schauen wir mal, dass er hier zu diesem Örtchen kommt. Und ja, schwierig jetzt hier. Wenn ich da, nee, wenn ich da noch hinmache, dann ist, nee, ist nicht alles abgedeckt da schon, oder? Ja, ich glaube, wir werden hier drei Haltestellen wenigstens machen müssen. Okay, wir gehen hier hin. Und wenn ich das jetzt anzeigen lasse, sind wir da. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwo hin. Und von da würde ich noch sagen, fahren wir hier hin, oder? Obwohl das auch wieder so schlecht ist. Ja, dann fehlt es hier. Aber warte mal, wenn ich hier hingehe. Ah doch, das müsste klappen. Wenn wir hier hingehen, dann kriegen wir auch noch den dritten angeschlossen. Gut, das bedeutet, da sind drei Haltestellen. Da gibt es einen Stadtbus. Das heißt, wir brauchen hier jetzt nur einen Bus von dieser Haltestelle. Nehmen wir den. Der Haupthaltestelle fährt er dann da hinten hin. Ne? Das heißt, wir müssen schauen, wo wir einen Bus herkriegen. Gibt es ein Straßenfahrzeugdepot? Gut. Fahrzeug kaufen. Passagiere. Ist das eine Straßenbahn? Right Street Car. Kenne ich nicht. Fährt 100. Fährt 90. Fährt 100. Passagiere 19. 17. 26. Das ist ein Gelenkbus. Ja, würde ich jetzt nehmen, ne? Zwei. Nee. Wie viel Geld haben wir? 17 Millionen. Zack, vier. Kaufen. Und neue Linie. Da. Und fährt dann nach hier. Da. Da. Ja, das ist jetzt so eine Frage, ne? Ich glaube, wir machen das so, dass er wieder zurückfährt. Anders funktioniert das nicht, weil wenn die innerorts hier hin und her wollen, fahren die sonst nicht. Das müssen wir schon so machen. Und dann fährt er ja wieder dahin, ne? Genau, das passt dann schon. Fahren die schon? Na, ne, oder? Warte, aus dem Depot müssen wir raus. Wo ist das Depot? Da sind sie schon. Gut, dann hat das schon geklappt im Prinzip, oder? Dann ist hier die Frage, wo sie hinwollen, ne? Via Uhlenlandstraße haben wir einen hier und Linie 32 ist dann die nächste. So, jetzt machen wir gerade ein bisschen schneller, dass die hier antanzen. Okay, da ist jetzt ein Bus angekommen, da nimmt einer den mit. Da kommt der erste Gelenkbus. Ah, Linie 32, schon zwei Passagiere. Krass. Also von einem Städtchen zum anderen geht schon mal. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wie kriegen wir das mit Wartezeiten hin? Ne? Gibt es da eine Möglichkeit? Linie 32. Linie verwalten. Giesenhorst Anbau. Ist das hier? Ne, ne? Doch, Giesenhorst Anbau ist hier. Lade, wenn vorhanden. Mindesthaltezeit ist 1 Minute. Maximale Heizzeit 3 Minuten. Ja, ich glaube, wir lassen das so. Also er hält mindestens 1 Minute an, wenn er voll ist, oder? So verstehe ich das. Uhlandstraße, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Der erste ist ja schon weg, oder? Ich sehe den aber gerade nicht. Ah, da ist er. Ach, der hat tatsächlich schon drei geladen. Der ist aber empty, ne? Nein, da ist auch schon einer drin. Krass. Da stehen schon zwei drin. Der hat ja auch nicht mitgerechnet.
Da sind sogar drei eingestiegen jetzt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Fünf. Okay. Und der zweite fährt sogar daneben und lädt jetzt auch, oder wie sehe ich das? Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber hier sind auf jeden Fall fünf drin, was ja richtig cool schon ist, oder? Und der fährt, braucht auf jeden Fall eine Minute Abstand. Das ist schon mal gut, weil der andere ist dann wenigstens schon ein Stück weiter hier. So, der fährt jetzt mit 8 tatsächlich schon. Respekt, das ist nicht schlecht. So, und jetzt ist der letzte dran. Da steigen auch schon zwei ein. Krass. Okay. Dreier. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so viel sofort einsteigen. Da hätte ich gedacht, dass sich das erst mit der Zeit ergibt. So, dann ist jetzt natürlich dann noch interessant, wie viele sind denn da hinten bitte schön an den Haltestellen am Stehen, ne? Können ja auch mal gerade gucken, wo schon der erste Bus von denen ist, ne? Da hinten sehe ich einen. Ist hier auch schon einer soweit? Da ist ein Auto. Ne, hier ist noch keiner, oder? Ne, ist gerade hier ist aus Stadt raus, ne? Aber der hat schon drei da drinne. Und das ist jetzt 30 km/h. Wie schnell ist denn diese Straße? Hier kann man das sehen. Ah, jetzt ist er auf der 9 und dann fährt er schon schneller. 44, 45, 46, 47. Ja, vielleicht müssen wir die andere dann auch upgraden, ne? Er macht auf jeden Fall hier Gas. Ja, 50 schafft er nicht, oder was? Doch. Weiß nicht, ob es jetzt hier berghoch geht, ne? Ist ja vielleicht auch noch so eine Geschichte. 60. Okay, 65 km/h. 70. 100 Konter, ne? 100 km/h Konter. 79. 80. 80, 80, 80. Komm, 80. Ne, jetzt 80. So, jetzt nicht die Landstraße, ist 80 Maximum. Tatsächlich nur 80. Shit. Musste vierspurig sporen, damit er da voll schnell fahren kann. Okay, dann ist das so. Ja. Das ist ein bisschen schade, ne? Aber kannst du auch nicht ändern. So, jetzt gerade hier nochmal geguckt. Ne, da wollen wir keine Straße bauen. Habe ich da jetzt Straße gebaut? Ich hoffe es nicht. Nee, sieht nicht so aus. Wollte hier nur gucken und da stehen 9 Stück. Ach, waren sogar 11 jetzt gerade geworden, ne? Ja, tatsächlich. Okay. Und bei den anderen Haltestellen wäre es jetzt noch interessant zu sehen. Oh, da steht schon ein großes Mannequin da oben, oder? 19 und 10 via Beethovenstraße. Keine Ahnung, die ist hier, also innerorts. Und Giesenhorst-Anbau ist da hinten. Hat also auch schon mal geklappt von einem zum anderen hier. Hier stehen welche für die Feldstraße und für den Mühlenweg. Das muss ja eigentlich alles hier sein, ne? Feldstraße und da ist der Mühlenweg. Das ist innerorts und dieser hier, Linie 32, stehen nur 10. Wo die hinwollen, steht da aber nicht. Komisch. Bei denen stand die Zeit, ne? Wo sie hinwollen. Wir, keine Ahnung. Einige Passagiere verlassen die Station, da diese überlastet ist. Okay, das ist schlecht. Okay, die stehen da schon wunderbar an. Axel Walter ist das, okay. Aber ich kann das irgendwie nicht upgraden, wahrscheinlich, ne? Da ist das so. Lasse erstmal stehen und wir müssen nachher gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das ist ja, schreit ja, wenn das hier die untereinander wollen, dann schreit das ja erstmal nach einem Stadtbus, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Depot. Fahrzeug kaufen. Wie schnell fährt der? Auch 100, 100, 100, 100. Also ich würde dann tatsächlich hier in der Stadt einen fahren lassen mit nur so ein paar Leuten, ne? Aber der muss es nicht sein, oder?
Obwohl, wäre auch egal, ne? Das sind 200.000, 300.000 mehr oder sowas. Damenferry. 70 km/h fährt die. Die ist ja schneller, ne? Ich glaube, das ist mal eine Geschwindigkeit, die wir vielleicht gebrauchen konnten. So, neue Linie. Und das geht dann hier lang, oder? Da, nach da, nach da. Und dann wieder zurück. Machen wir auch so. Der kann ruhig im Kreis fahren, würde ich sagen. Und die andere Linie, die Linie 32, werden wir abändern. Linie verwalten. Da fahren wir nicht mehr diese anderen Orte an. Zack, das kommt weggelöscht. Nur Mühlenweg und das sind die Direktfahrten, ne? Die drehen hier um und fahren wieder zurück. Ja, passt schon. Haben wir jetzt vielleicht einen oder anderen Fahrgast verloren, das ist halt so, ne? Hier fährt er jetzt lang mit zweien. Wie ist unterwegs einer ausgestiegen? Da waren noch drei drin, oder? Vertue ich mich da. Einer. Fünf. Hier müssen es noch mehr sein, ne? Sechs. Hier stehen mittlerweile 32. Ja, das ist jetzt nicht einfach, ne? Hier steht niemand. Weiß jetzt nicht, ist das der Bus oder? Er ist der Bus. Da steht jetzt gerade einer. Hier steht einer und da steht einer. Und hier steht auch nur einer. Da hat sich nichts getan, ne? Weil wahrscheinlich zu wenig Schiffe da sind, die da fahren. Ja, da muss ich jetzt nochmal überlegen, was ich da mache, ne? Wo ist die Werft? Hier. Da gab es ja jetzt ein neues Fahrzeug, ne? Passagiere. 35, hier, das war mit 70 km/h ziemlich flott, ne? Kostet uns 3,6 Millionen. Oh, das ist auch sehr flott, ne? Mit 93 km/h, aber 20. Und hier waren es 100. Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir das eine Schiff, was da schon auf der Linie ist, mal austauschen gerade. Muss ich jetzt natürlich finden, ne? Ist es das? Ne, das hat Getreide geladen. Ja, weiß ich nicht, was er fährt. Der ist besoffen. Der fährt jetzt tatsächlich so über Land da. Und wo ist jetzt unser letztes Schifflein? Hier. Hat 36 geladen. Fahrzeug verwalten. Und gewähltes Fahrzeug klonen. Ne, gewähltes Fahrzeug ersetzen. Mit dem und dann setzen wir mal die 3000 ein. Oder wie viel es auch immer ist. Also das fährt jetzt auf jeden Fall dann eine ganze Ecke schneller, ne? Da könnte sich jetzt was ergeben durch. Einer ist da. Warte mal, wenn der jetzt an dem Ende ist, ne? Ja, hört sich jetzt doof an, aber wir machen ja auch gerade ein bisschen Plus, ne? Ich glaube, ich kaufe mal ganz schnell für diese Linie noch einen, ne? Das ist Linie 35. Gewähltes Fahrzeug klonen. Ne, da ist es nicht. Hier ist es. Kommt das jetzt hier raus? Ja, ne? Ja, fährt jetzt hier raus. Ich hoffe, das fährt jetzt hier auch als erstes hin, wo der eine steht. Leitzgauhafen? Ne, da sollst du nicht hin. Du sollst da... Dreh mal um. Kettmersmühle? Ist das hier? Ne, auch nicht. Kann ich nochmal umdrehen machen? Giesenhorsthafen. Ja, da bist du richtig. Fahr du mal erst hier hin. Und nimm den einen mit, dann ist der glücklich, dass er schon mal vorankommt. Hier stehen jetzt 53 auf der letzten Linie und da steht schon bei, dass die abhauen. Wegen Überlastung. Ach so, so ein Katamaran oder sowas ist das, ha? So, jetzt steigt da einer ein, ne? Oh, Kohlebergwerk. Ja, da ist jetzt der eine drin. Dann wollen wir mal gucken, ob sich da was rechnet oder nicht rechnet. Weiß man nicht, ne? Schwierig.
Ja, haben wir wieder ein bisschen was erweitert. Ein Städtchen mehr angeschlossen, vor allem hier, ne? Da, wo ganz viele schon innerorts wahrscheinlich, ja, wo ist es jetzt? Hier sind. Aber der Bus ist noch nicht da, das ist das nächste. Ja, die ersten Busse kommen jetzt an dieser Haltestelle. Ja, da wird dann was passieren. Und wo ist der letzte? Der da ist es, das ist der Stadtbus. Okay. Wird werden, denke ich. Nochmal gerade einmal schneller noch, dass wir das noch hier drin haben. So, zweier. So, die beiden steigen aus und es steigen einige ein. Der Bus ist voll und kann fahren. Okay, Bushaltestelle wird auch frei mit der Minute Wartezeit, klappt das wohl. Gut. Achso, ich muss vielleicht den Bus anklicken dann, ne? So, da sind jetzt sieben drin, ne? Und der wartet jetzt ab, bis die anderen kommen, oder? Sieben bleibt dabei und jetzt fährt er mit sieben los. So, zwei sind weg und da muss noch einer kommen. Da ist er. Der hat fünf da drin, ne? Schnell nochmal den sehen. Fünf Fahrgäste, knapp 100.000 waren es. Einer steigt ein. Und der fährt auch. Aber hier, dieses Häuschen ist schon neu gebaut worden, oder? 2009 ist das Baujahr. Ja, ist jetzt gerade aktuell. Einmal nochmal schneller. Da muss noch ein vierter Bus kommen. Ne? Das ist noch nicht der Stadtbus, glaube ich. Ne? Nein, das ist noch einer mit sechs. Da müssen wir mal gucken, wie die 140.000 da sind. 48.000, okay. Aber Stadtwachstum ist da, wie wir gerade hier sehen. Da gehen die ersten Häuser kaputt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass noch ein Stadtbus kommt, ne? Ah, er fährt mit zweien wieder weg. Okay, das wird sich noch nicht rechnen, das ist klar. Wann kommt der andere Bus? Wie schnell fahren die denn hier? Nur 40 km/h. Da ist der Stadtbus. Ja, dauert noch, ne? Komm, fahr mal schneller. Will ich gerade noch sehen in der Folge. Ja, ist schon wieder 23 Minuten lang. Wieder viel zu lang, ne? Da ist der andere Bus gerade eben vorbeigefahren. So, jetzt sind wir schon auf Stadtstraße, aber die ist sogar langsamer mit 30 km/h. Du glaubst es nicht, oder? Ja, hier geht es jetzt schneller. Da fährt er sogar 50. So, und was passiert jetzt da? Laden. Voll. Sind sogar noch welche am Stehen, wenn. 9 für Linie 32. Er hat aber 26 und macht jetzt einen Rundkurs, ne? Alle raus. Alle rein. Ja, nicht alle, da waren noch ein paar drinnen geblieben, ne? 47. Aber er hat jetzt die 26. Und was passiert hier? Hier ist ein großes Männchen auch, ne? Das heißt, er wird auch die da rumbringen, denke ich mal. Nicht alle raus, nur ein paar raus. Aber er ist immer voll. Hier ist allerdings mit 92.000 nicht so eine tolle Zahl, oder? Da waren einige raus, aber fahren jetzt nicht so viele mit weiter. Aber 60.000 haben wir hier. Ja, müssen wir mal gucken, ob das auf Dauer sich lohnt, ne? Weiß ich nicht. Aber das ist ja auch ein Zubringer wahrscheinlich hier, ne? Weil hier stehen ja welche auf Linie 38 warten, aber wohl, ne, ist nur einer. Ne, ich glaube 32, die warten auf Weiterfahrt, oder? Jetzt ist er wieder voll. 55.000. Miese natürlich.
Obwohl jetzt nur 44. Steigen wir hier aus. 10.000 plus gemacht. Ist aber voll. Wer weiß, was hier so passiert in dem Städtchen, oder? Steigen wir hier aus. Ja, ich glaube, waren bis auf einer vielleicht alle raus. Vielleicht war auch der letzte raus. Hier stehen sie natürlich für Linie 32, ne? Die Stadt wächst auf jeden Fall, oder? Millionen habe ich, okay. 21 und wir sind hier mal in der blauen Zahl, nicht mehr rot. Das heißt ja schon mal was, oder? Ja, so wie es aussieht, trägt sich diese Linie. Da stehen noch 35. Hier stehen noch 10. Hier stehen 53, aber keiner will doch. Jetzt ist einer auch da, der mit hätte wollen. Okay, das funktioniert erstmal. Gucken wir mal gerade noch schnell, wo die anderen Busse sind. Oh, die sind schon auf dem Weg wieder zurück. Voll. Voll. Nicht voll. Auch nicht voll. Ah, da ist der Stadtbus. Einer. Okay. Aber selbst der eine, den lasse ich da jetzt drin. Das wird schon werden. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Keiner dran. Schade.